You got to say yes to another excess. Der Exzess, der heute hier stattfindet, ist ein Interview mit Yellow, Dieter Meier und Boris Blank. Und ich in der Mitte. Was mir an Yellow besonders gut gefallen hat, ist, dass einer der Hauptakteure, der sich ja selber nicht unbedingt als Sänger bezeichnet, mit seinem wirklichen Namen, nämlich Dieter Meier, auftrat. Und ich fand es so sensationell, dass jemand es wagt, einfach die Chuzpe hat, aus der Schweiz zu kommen, wo man bis dato eh nichts erwartet hat, außer Kühn und so, einfach die Chuzpe hat und hingeht und sagt, also ich heiße halt Meier und unter dem Namen trete ich auf. Da gibt es eine lustige Geschichte dazu. Vor etwa 12 Jahren hatte ich eine erste, nennen wir das mal, punkartige Single gemacht, und die war in einem Punklokal in Hamburg in der Jukebox drin. Ich komme aus diesem Lokal heraus. Ein Junge, der hält mich an und sagt, eben, weißt du, dass deine Single da drin ist? Sag ich, ja, habe ich gerade gehört. Sagt, weißt du, also die Musik finde ich ja ganz okay, aber das Größte finde ich, dass du dir den Künstlernamen Meier gegeben hast. Ach so, da, genau andersrum. Das sei, dass du dich Meier nennst. Und er dachte, das sei sozusagen mein Beitrag zur Punk-Namensgebung, nicht? Und eben Meier sei so der Hammer, nicht? Also als Punk, Meier ist auch irgendwo ein Hammer, ne? Das merkt sich auch jeder, weil keiner im Business heißt so. Es gibt keine Verwechslungsmöglichkeiten. Ja, es gibt Metro-Goldwyn-Meier. Ja, das ist richtig, ja. Da kommen wir gleich auf ein Thema wieder mit Filmen und so weiter, aber ich möchte erst den Boris was fragen. Der ist nämlich immer so ein bisschen im Hintergrund. Warum eigentlich? Du bist eigentlich auch der Hauptmacher der Darf ich was sagen? Einer muss ja arbeiten, nicht? Einer muss arbeiten. Einer muss stimmt, genau. Das heißt, ich verkünde meine Aussage eben lieber in Form von Klängen und Musik als mit der Sprache. Mhm. Du giltst in Fachkreisen als einer der Urväter der Sampler-Technik. Heutzutage benutzt man ja Sampler um des Samples willen, aber bei dir war das eine Notwendigkeit. Kannst du mal kurz unseren geneigten Zuschauern erklären, wie das bei dir so anfing, deine Lust zu Ach, das hören. War schon in der Schule, wie ich auf Schulbänken mit Faust und Fingern ganze Drumkits gespielt habe, und ich musste irgendwann mal einen Strafaufsatz schreiben mit dem Titel, also der Lehrer hat gesagt, Blank, Sie schreiben einen Aufsatz über, wie hieß das, Klopfzeichen, Verständigungsmittel der Primitiven. Und ich hatte dann geschrieben über 2 Seiten, dass das eben, dass ich sehr glücklich bin, dass mich echt erstmals einer verstanden hat. Und also er ebenso primitiv sein muss, dass er das gehört hat, wie ich selber. Der Lehrer war sicherlich begeistert davon. War sehr, ich musste das Ganze vorlesen von der Klasse mit viel Applaus. Aha, denke ich mal. Und so ging es dann weiter. So hast du dann. Ja, dann kamen Kühlschränke, Autotüren, Radiatoren, die verschiedensten Utensilien, eben gewisse Snares oder Bassdrum eben zu ersetzen mit nicht konventionellen Instrumenten. Mhm. Das sind Instrumente. Alles, was klingt, ist ein Instrument. Ja, klar. Klar. Hast du nicht manchmal ein bisschen so Sehnsucht nach diesen Anfängen? Heutzutage hast du Sampler, also das heißt, müssen wir vielleicht kurz mal erklären, Sampler ist eine Maschine, wo man also Klänge abspeichern kann und nach Belieben wieder abrufen kann. Ist da nicht ein bisschen was von dieser, ja, ich möchte schon fast sagen, Romantik verloren gegangen? Nee, da gehe ich meistens, wenn ich dieses Gefühl habe, dann gehe ich in die Schweizer Berge, wo ich immer wieder erstaunt über diese Echos, natürlichen Echos, finde, und das bringt mich dann eben über diese Melancholie von Stimmung wechseln und eben diese Dinge zu vergessen. Ja, schon etwas vielleicht sagen wollte ich, dass die Riesenmaschinerie, die mittlerweile unser Studio ist, dass das nicht ganz einfach ist, sich aus dieser Maschinerie sozusagen wieder herauszubegeben. Also manchmal habe ich das Gefühl, kommt man sich schon ein bisschen vor wie einer, der so wie Chaplin in Modern Times nicht gerade noch den Kopf irgendwo draußen hat, aber ein Bestandteil eines Räderwerks irgendwie ist. Und ich glaube, das Wichtigste überhaupt im Umgang mit dieser modernen Technologie, die ja immer komplizierter wird, ist es, dass man eben diese Dinge benutzt und nicht von diesen Dingen benutzt wird, wie es ja vielen Leuten leider passiert, die dann einmal im Jahr für 2-3 Wochen in ein Studio gehen, überhaupt nicht wissen, was da eigentlich alles losgeht und eigentlich an die Maschinen angeschlossen werden, fast wie ein austauschbarer Teil. Nicht? Und dass eben eins werden mit dieser Maschine und diese Maschine so respektlos oder respektvoll reiten wie einen großen Elefanten. Nicht? Das ist, glaube ich, das Hauptverdienst von Boris, weil unser ganzer
Park, wenn ich das mal so nennen darf, irgendwie langsam und organisch von ein paar Kassettenrekordern bis eben zu diesen 48 Computerspuren gewachsen ist. Mir kommt es immer so ein bisschen vor, wenn ich eure Songs so höre, oder darf man überhaupt Songs dazu sagen? Klangbilder, sag mal lieber Klangbilder, gefällt mir besser in dem Fall. Die haben immer so eine gewisse Melancholie. Woher kommt das? Schwarze Berge wieder Schwarze Berge. Kommt raus aus den Schwarzen Bergen. Schon. Und also jetzt auch von der Textung her, von den Texten her meinerseits und den, sagen wir mal, eher langsameren Stücken von Boris, die sind schon eher, wie soll man sagen, eine Herbststimmung, eine Filmstimmung im weitesten Sinn, wo irgendjemand allein ist und in einem existenziellen Sinne sich so ein paar Gedanken zu den Kleinigkeiten der Alltagsminuten macht. Aber das wäre eigentlich ja nur der eine Teil. Der andere Teil, finde ich, ist ja immer sehr, also mindestens von der Absicht her, witzig und ironisch und eben auch over the top. Also das ist ja dann nicht ernst zu nehmen, wenn so Songs wie I Love You or You Gotta Say Yes to Another Excess oder es gibt ja viele, oder Gold Rush, nicht gerade. Dieses Ding, das sind ja alles Sachen, wo wir eigentlich als Komödianten uns verstehen. Mhm. Stichwort Gold Rush, das hören wir uns jetzt an. Yeah! Zu Gast hier im Studio Yellow, alias Dieter Meier und Boris Blank. Und da gab es früher noch mal einen dritten, den Herrn Perron. Wo ist der eigentlich? Carlos Perron. Der macht seine eigene Musik, arbeitet in einem Studio in der Nähe von Zürich, in einem sehr tollen Studio, und hat sich sozusagen organisch aus Yellow herausgelöst. Das war also nicht eine dramatische Trennung, sondern es hat sich einfach so ergeben, dass Boris vermehrt völlig isoliert und alleine arbeiten möchte und Perron eigentlich auch. Und so haben sie dann unabhängig voneinander ihre Projekte gemacht. Boris, wenn du deine Klangbilder, Welten zusammenstückelst, schusterst, flickst, wie auch immer, denkst du da an eine bestimmte Person, die dann möglicherweise drauf singen soll? Also ihr habt jetzt gerade beim letzten Album oder überhaupt schon mal verschiedene Sänger gehabt, immer wieder. Denkst du dann, dass dann der Dieter das machen soll oder an eine andere Stimme, oder war das irgendwie eine Notwendigkeit, die sich einfach aus künstlerischen Gründen ergeben hat? Bei diesem Stück, also vor allem beim Shirley Bassey Stück, da war das Stück eben gemacht worden für die Dame, und sonst ist das immer irgendein, wie soll ich sagen, das ist immer offen für jede Stimme. Man könnte es eigentlich fast vergleichen mit einem musikalischen Drehbuch, das jetzt nicht geschrieben ist, sondern wo eben eine musikalische Stimmung als Klangbild da ist, und in diese Stimmung hinein tritt dann ein Darsteller einer menschlichen Figur, und meistens... Du siehst dich ja auch selber mehr als Akteur oder als Aktionist, denn als Sänger. Eigentlich als Actor, ja, als Schauspieler, als Darsteller einer Figur, die ich erfinde beim Hören von den Klangbildern von Boris, der ich dann Worte gebe im Sinne fast eines Dialogs oder inneren Monologs, und die ich dann später, wenn Boris sein Klangbild vervollständigt hat, auch regelrecht spiele. Also sicher habe ich nicht als Sänger oder Stimmgeber die eine Identität, die üblicherweise ein Rocksänger hat, sondern ich bin verschiedenste Figuren, die natürlich dann schon auch eine Identität haben, dadurch, dass sie eben von mir dargestellt sind, aber ebenso wie von einem Schauspieler. Gemeinerweise frage ich jetzt den Boris, wie groß ist der Anteil der Figuren, die er darstellt, und inwieweit ist die deckungsgleich oder sind die deckungsgleich mit der Person, die da mal her? Ich denke, das müsste jeder, der sich das anhört, selber entscheiden und selber das Bild dazu machen, wie homogen ebenfalls oder wie wie das zusammenpasst, glaube ich. Wenn du diese Figuren aussuchst, gehst du da ähnlich vor wie Boris beim Klänge sammeln? Gehst du rum und suchst dir Charaktere, oder sind es irgendwie Teile, die in dir aus irgendwelchen Gründen schon drin sind? Ich glaube, dass jeder, der eine Figur erfindet, als Dramatiker oder als Filmdrehbuchautor, diese Figur aus sich selber herauszieht. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als Autoren,
die sich sozusagen über ihre Figur hinwegsetzen und mit dieser Überheblichkeit des Herunterschauens dann eine Figur dirigieren. Ich glaube, das Interessante an einem großen Bösewicht, also sagen wir mal, einer der größten Bösewichter der Weltliteratur, des Iago in Othello, ist, dass der Othello, dass der Shakespeare den Iago eben aus sich heraus als eben einer Möglichkeit des Bösen herauszieht, nicht? Und so sind alle die Figuren sicher sehr nahe von meiner eigenen Identität und haben auch mit einer Auslotung bestimmter Winkel dieser Identität zu tun. Also es macht mir auch zum Beispiel einen unglaublichen Spaß, in kleinen Filmrollen, die ich ein paar Mal schon gehabt habe, eben eine andere Identität anzunehmen, nach außen, weil man unglaublich viel über sich selber lernt, wenn man jemand anders ist. Mhm. Und das gilt natürlich für die Songs extrem. Wobei schon zu sagen ist, dass ich natürlich, wenn ich das jetzt so rückblickend ansehe, auch wenn das im Einzelnen nicht geplant war, ein ganz bestimmtes Segment sozusagen von Leuten darstelle. Das merke ich eigentlich immer mehr, auch welche Situationen mich interessieren. Das sind eigentlich meistens undramatische, fast makrodramatische Situationen eben eines Typen, der irgendwo an einer Ecke steht und sich überlegt, wenn es jetzt anfängt zu regnen, ob er sich dem Regen aussetzen soll oder in die nächste Bar hineingehen. Nicht? Also die wirklich wichtigsten Entscheidungen des Lebens, die eben in diesem Makrokosmos stattfinden, im Umgang, im unmittelbaren Umgang mit Leuten, also eben in der Praxis der Erkenntnis und der Revolution, nicht in der Theorie des irgendwelche großen Dinge hinausposaunens, denen man dann wie ein Esel hinter der Rübe ein Leben lang hinterherhinkt. Das ist ein tolles Stichwort. Ich glaube, wir hören uns noch ein bisschen Musik an. Zu Gast hier im Studio immer noch Dieter Meier, Boris Blank, Yellow. Ich habe noch eine Frage zu eurer Zusammenarbeit. Ist die sehr eng? Ist die sehr weit auseinander? Schöpft ihr aus eigenen Quellen oder habt ihr eine gemeinsame Quelle oder wie ist das zu verstehen? Wir haben sicher eine gemeinsame Quelle und das ist ein gewisser Witz, ein gewisser Humor, eine gewisse Distanz zu den Dingen, ein Lächeln über sich selber. Und dann arbeiten wir aber auf dieser Basis sehr getrennt. Das hat einmal jemand gesagt, dass wir eigentlich arbeiten wie Fernschachspieler, nicht? Die sich da über ganze Kontinente den nächsten Zug zuschicken, auf den dann der andere per Post reagiert und den wieder zurückschickt. Also es ist in Praxis so, dass Boris aufgrund von Klang- und Rhythmusideen, die ja immer einer Sache zugrunde liegen, er ist eigentlich wie ein Maler, der sich die Farben zuerst einmal Tage, manchmal Monate lang mischt in die einzelnen Töpfe, die Klangfarben eigentlich, das sind wie fast Instrumentenerfindungen, nicht erfindet, also Tennisball in Wassereimer rantreten und reinblasen, Stereo aufgenommen, gesampelt, nicht, und das gibt dann irgendeinen Klang, der die Grundlage zu einem Stück sein könnte. Und er probiert dann rum mit seinen, wenn er die Klänge einmal gefunden hat, und kommt mit einem Gerüst, einem Raffmix, den er mir anbietet, und ich erfinde dann eben diese Figur, von der ich vorhin gesprochen habe, die durch sein Klangbild hindurchgeht, und dort lässt er mich dann fast alleine. Also dass wir beraten uns vielleicht gegenseitig hier und da, aber es ist nie so, dass wir wie Bands da mit dampfenden Köpfen über dem Mischpult sitzen und uns die Haare raufen auf einen Konsens hin. Nicht? Also, aber Mischpult ist das Stichwort wieder für dich, Boris. Wie arbeitest du denn im Studio? Gehst du da regelmäßig rein, wie andere Leute ins Büro gehen, oder ist das so mehr eine Bauchsache, intuitiv, nachts um fünf oder morgens um fünf? Nee, ich bin eher ein Tagmensch. Also ich liebe, mit der Sonne aufzustehen und nicht immer mit der Sonne zu Bett zu gehen. Aber ich liebe den Tag als meine Arbeitswelt. So gehe ich 8 Uhr, 9 Uhr morgens ins Studio und gehe 18, 19, 20 Uhr wieder raus. Macht auch viel Spaß. Die Klänge, auf der Suche nach neuen Klängen, kann man vorstellen, dass du vielleicht öfter mal auf in irgendwelchen Altwarenläden rumkuschtest oder auf irgendwelchen Schrottplätzen oder so? Die habe ich alle schon gesampelt. Die waren schon
Leider waren die oder sind die heute nicht mehr sehr gut zu gebrauchen, weil die Technik da ihre Fortschritte gemacht hat. So sind also gewisse alte Klänge eben von Schrädereien, müsste man wirklich nachholen, aber das mache ich nicht mehr. Mhm. Was interessiert dich denn klangmäßig zurzeit? Müsste ich darüber nachdenken. Das sind spontane Erfindungen. Gibt es keinen Lieblingsklang, den du zurzeit hast? Nein, könnte ich nicht sagen. Ich stehe bei bestimmten Liedern, es gibt so einen Klang, der hört sich an, wie wenn ein Ping-Pong-Ball auf eine Marmorplatte fällt. Und es wird oft eingesetzt statt Snare. Ich glaube, Prince hat es irgendwann mal aufgebracht. Diesen Klang, den liebe ich ungeheuer. Den finde ich ganz toll. Müsstest du mir zeigen auf der Platte? Ich finde interessant, eben mit diesen digitalen Maschinen, was du da machen kannst, das sind eben nicht nur konventionelle Instrumente aufzunehmen, eine sehr schöne Geige, du kannst eben auch aus, wie du sagst, aus einem Tennisball, der auf einen Marmorblock springt, kannst du den wie durch ein Rastermikroskop eben oder mit einem Fernrohr in die Weite, kannst du auch in die Tiefe gehen, dieses Sounds und quasi eine Makroaufnahme von diesem Tennisball, der dann eben nicht mehr klingt wie ein leichter Ball, sondern wie eine gigantische Kugel oder wie ein gigantischer Ball eben. Und das sind die Sachen, spezifisch kommt mir da nichts in den Sinn im Moment, aber die Sachen, die mich am meisten anmachen. Irgendwie. Die Forschung da irgendwie in Klängen, die eben nicht jeder dann besitzt, weil das sind eben kleinere Erfindungen, das ist schon das, was mich am meisten reizt. Was mich bei Yellow auch anmacht und unglaublich reizt, auch aufreizt, das sind eure Clips. Die sind exzeptionell, die finde ich alle außergewöhnlich und ungewöhnlich. Wie geht ihr da vor bei der Erstellung der Clips? Die sind auch in sehr unterschiedlichen Techniken gemacht. Mhm, ja, aber ist eigentlich das gleiche Arbeitsprinzip wie in der Musik, also was Boris im Studio macht, indem er Sachen im Umgang mit den Maschinen erforscht. Das mache ich mit den Videos, die meisten 35 oder 16 mm gefilmt sind. Das ist also ein bisschen irreführend, wenn man Video sagt. Video ist dann erst am Schluss die Überspielung, weil mir das richtig. Filmmaterial als Aufzeichnungsmaterial viel sinnlicher vorkommt als dieser elektronische Videoprozess. Mhm. Alle Videotricks kann man dann nachträglich noch machen, aber mit Film kann man für mich viel tollere Sachen machen als mit Video, weil eben das Licht unmittelbar durch die Linse hindurch sich auf dieser Filmschicht das Bild herausfrisst. Nicht? Das ist also ein sinnlicherer Prozess. Die Magie der Laterna Magica, der da irgendwie heute noch, die da heute noch vorhanden ist. Aber eben zum Vorgehen, wir beginnen mit einfachsten Ideen, die wir bei uns da im kleinen Studio, das ist nicht größer als ein normaler Wohnraum, ausprobieren und eigentlich erst beim Schrittweisen sich hineinbegeben über dieses Experimentieren, lernen wir, was für ein Video wir überhaupt machen. Das heißt, wir sind nicht die Sklaven dieses furchtbarsten aller Kunstprozesse, dieses Umsetzungsprozesses, nicht, dass man also irgendetwas verbal vorhanden hat und dann das umsetzt in das andere Medium, was ja immer ein Krampf ist, nicht, das ist ja immer im Grunde genommen ein Schwachsinn, umsetzen, wie kann man etwas, was in Sprache vorhanden ist, wenn es eine gültige und gute Sprache ist, umsetzen in ein Bild. Das sind doch zwei völlig verschiedene Medien. Im Grunde genommen ist es genauso unsinnig, wie über Musik zu reden. Ich meine, das tun wir aber eigentlich auch. Wir können doch darüber reden, indem wir sagen, was es bei dir etwa auslöst, was es dir bedeutet, was für Stimmungen damit verbunden sind und so weiter. Ich glaube, das ist legitim, dass man versucht, sich der Musik aussetzen, auch zu verbalisieren. Mhm. Das ist ja dann auch nicht, wenn man das verbalisiert, hat ja nicht den Anspruch, ein gültiges Werk zu sein, sondern das ist ja dann der Versuch, die Subjektivität der Empfindung auszudrücken. Manchmal fehlt doch einfach auch eine Legende dazu. Wenn ich den Künstler kenne oder wenn ich seine Ansichten über bestimmte Dinge kenne, dann wird mir auch sein Werk sozusagen näher gebracht oder eben auch nicht. Ja, wobei ich das ganz schlecht finde. Meistens oder sehr oft sind die Künstler überhaupt nicht die besten Interpreten ihres Werks, sondern die reden dann darüber, was sie gerne in ihrem Werk darstellen möchten. Aber ob das da ist oder nicht, ist noch etwas ganz anderes. Und ich empfinde per Definition,
dass eigentlich das Kunstwerk ja diesen unglaublich vermessenen, fast göttlichen Anspruch hat, für sich alleine dazustehen. Ohne Wenn und Aber, ob der 6 Kinder ernähren muss, oder sein Vater ein Milliardär ist, oder ob er für seine Mutter ein Gedicht schreibt, ist eigentlich völlig egal, das ist völlig Wurst. Das mag allenfalls zur Interpretation der Biografie des Einzelnen beitragen, aber sicher nicht zur Interpretation des Werkes. Es ist ein ungehöriges und kleinbürgerliches Kritikerunterfangen, das Werk des Artisten aus der Biografie sozusagen herauszuzapfen und verständlich zu machen, was ich sehr hasse. Nicht? Gerade diese Vulgärpsychologismen, die da dann oft verwendet werden, um eben dem Werk auf die Spur zu kommen, finde ich als ganz grauenhaft. Der ganze Schmerz seiner Kindheit, furchtbar, furchtbar, ja, und, nicht grauenhaft, grauenhaftes Zeug, finde ich das, furchtbar. Nicht? Was ich weniger grauenhaft finde, ist eure Musik. Ich glaube, es wird immer Zeit, was anzuhören von Yellow. Ja, okay. Es gibt so Gerüchte, dass du an einer, oder dass ihr beide an einer Oper arbeiten würdet. Geht es jetzt in die Klassik, oder? Ja, Oper ist ein Begriff in Ermangelung eines präziseren. Wir wissen eigentlich nicht genau, wie man das bezeichnen soll. Es ist ein Film, ein Fantasiefilm, der auf der Musik von Boris beruht und der mit der gleichen Technik sozusagen gemacht wird, wie wir eben unsere Videos und unsere Musik machen, nur wird dieses Mal ein erzählerischer Bogen durch das Ganze hindurch gespannt, der hoffentlich eine Spielfilmlänge lang vorhält, im Sinne eines Librettos. Mhm. Das Problem mit dem Ganzen, das ist auch einer der Gründe, wieso wir jetzt eine geplante, muss ich sagen, Pause haben, ist, dass dieses Vorgehen, was wir sozusagen bei uns im stillen Kämmerlein so lieben, eben dieses über uns und das Medium zu lernen beim Vorwärtsschreiten und nicht dieses Finale auf etwas hinzugehen, dass diese Methode angesichts des Industrieprozesses eines Spielfilms natürlich einigermaßen schwierig zu realisieren ist. Zum Glück haben wir eine erste Drehphase hinter uns, wo wir gelernt haben, was alles nicht geht, damit wir eben nicht das werden, was ja viele Regisseure wahrscheinlich leider sind oder überhaupt Hervorbringer von Kunstprodukten, der Sklave der Umstände, nicht, sondern dass man irgendwie sein kleines Fähnlein der Idee dessen, was man tun wollte, auch im Strom des Machens noch über Wasser halten kann und sagen kann, hallo, hallo, das war ja meine Idee und nicht einfach die Riesenlawine von dem industriellen Machen, die einem dann irgendwann total überrollt. Nicht? Also wenn ich jetzt eine Selbstkritik üben soll, dann war in diesem ersten Drehteil schon in den Vorbereitungen, waren sehr viele Sachen, die sich so autodynamisch vorwärts entwickelt hatten, die dann eigentlich mit mir gar nicht mehr so viel zu tun hatten. Mhm. Aber das ist eine Herausforderung, die wir sehr gerne annehmen. Mhm. Tretet ihr beide als Regisseure auf oder wie kann man das verstehen und wo wurde gedreht? Wir haben in Zürich angefangen, in einem großen leeren Saal, wir werden wahrscheinlich in Berlin weitermachen. Das Ganze ist eine kleine Grundidee, die irgendwann einmal von mir stammte. Wir haben dann darüber zusammen geredet, die einzelnen Bilder so librettoartig entwickelt und Boris wird jetzt, wie er das eigentlich immer tut, zu diesen einzelnen Snowballs, das sind also in sich geschlossene kleine Szenen, wird er einen musikalischen Entwurf machen, der dann wiederum das definitive Drehbuch beeinflussen wird. Nicht? Das ist also nicht eine Filmmusik im üblichen Sinn, die am Schluss des Films noch dazu herhalten muss, gewisse dramaturgische Steigerungen oder gewisse Schwächen des Films zu überkleistern, so, sondern die Musik trägt das Bild und umgekehrt. Das ist auch nicht eine gegenseitige Interpretation. Es ist vielmehr, so wie es eben bei einer Brücke Schrauben und Balken braucht, die dann zusammen diese Brücke ergeben. Dieter, du hast angefangen, soweit ich informiert bin, über deine Biografie als Aktionist. Du hast, man kann sagen, Performances gemacht, im strengsten Sinne genommen. Heißt diese Entwicklung hin zum Film, dass du, ich meine, du hast jetzt auch alle Möglichkeiten, du bist bekannt, man kann sagen, ja, also wenn der was macht, das ist bestimmt gut, wird sicher heißen. Heißt das jetzt, dass du dich wieder mehr für diese multivisuellen und auch akustischen Dinge interessierst? Das heißt, wirst du weiter jetzt Performances machen oder wieder? Oder ihr beide zusammen?
Ich sehe eigentlich alles irgendwie als eine Performance, also auch das sogenannte Regie-Machen, was ja ein fürchterlich blanderes, wie heißt das auf Deutsch, eine aufgeblasene Sache sein kann. Und das sehe ich viel mehr als eine Performance, eben wo man zusammen mit anderen Leuten in einem gegebenen Raum zu einer gegebenen Zeit versucht, etwas zusammenzubauen, was auf diesem herrlichen Zelluloid dann etwas ergibt. Mhm. Nicht? Und das, der Moment des Tuns eigentlich, der ist für mich gerade jetzt auch beim Filmmachen, beim Musikmachen sowieso unglaublich wichtig. Und es muss einfach alles vorbereitet sein für diesen Sprung von dem 5-Meter-Brett, damit der einigermaßen gut verläuft und man einigermaßen sanft eintaucht. Nicht? Mhm. Aber es ist schon alles eben in diesem Hier und Jetzt drin, was ursprünglich die Performances war, die ich mehr alleine gemacht habe, eben jetzt, dass das auch mit anderen Leuten zusammen stattfindet. Sonst geht das gar nicht. Es ist eigentlich ein fast mystischer Augenblick, dieses zusammen irgendwie etwas tun, und man spürt auch, ob man den Faden, ob man den irgendwie in der Hand hat, das spüren alle, oder eben nicht. Und ich glaube, es werden nicht nur aus Unfähigkeit viele schlechte Filme gemacht, sondern weil eben dieses magische Zusammenkommen der verschiedensten Elemente, was dann ein Ganzes ergibt, etwas sehr Seltenes ist, nicht? Das machen ja die besten Regisseure auch zum Teil sehr mittelmäßige Filme, wo eben dieser Funken nie gesprungen ist, nicht? Und da kann man nur hoffen und irgendeinem Gott sozusagen danken, wenn das passiert, nicht? Das hatte dann mit einem selber, wie übrigens alles, nichts mehr zu tun. Ich danke euch, dass ihr hier wart. Ich wünsche euch, dass er niemals von dieser Mittelmäßigkeit eingeholt wird. Boris, ich hoffe, es war für dich nicht so schlimm oder ganz so schlimm. Ich weiß, du hast es, vor der Kamera zu stehen oder Interviews zu geben. Mhm. Wie gesagt, toi, toi, toi. Ich wünsche dir viele gute Klänge und dir viel Gelingen bei dem Film. Vielen Dank. Dieter Meier und Boris Blank für Music Box. Dieter Meier und Boris Blank für Music Box. Dieter Meier und Boris Blank für Music Box.